Willkommen zurück hier beim neuen Part. Der letzte war leider ein bisschen kurz, aber da ist mir das Telefon dazwischen. Nun gut, wo waren wir? Vergessen. Genau, wir hatten keine Ahnung, was wir machen sollen. Ha! Fände ich gut. Ich könnte mal speichern. So, gespeichert. Und jetzt, was machen wir? Wir haben ein leeres Glas, wir haben Kopfkissenbezug, wir haben Bosos Handtuch. Wir haben eine Tasche, wir haben Zipperschlüssel und Zahncreme. Wir haben die Klospülung betätigt und unser Kamerad hier ist wieder aus der Dusche herausgekommen. Seinen Mantel wollen wir immer noch haben, weil wir wollen ja der Sekte beitreten. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ein Kopfbezug voller Läuse. Nett. Das letzte Mal haben wir ihm Fischschuppen reingemacht und da hat er geglaubt, er hätte Schuppen. Jetzt hat er Haare oder Kothaare. Nee, es sind wahrscheinlich Haare durch das Shampoo. Sieht aber schon recht ulkig aus, was er da alles hat. So der absolute Penner-Look. Ja, kann man das Kopfkissen in die Kapuze stecken? Ist eigentlich viel zu groß. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Also doch. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Okay. Diese Kapuze hat uns bereits viel Freude bereitet, aber ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Nun, jetzt bräuchten wir... Er muss die Kapuze anziehen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Als ob ich darauf hören würde. Oh ja, diesmal ist nicht abgesperrt. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Der Typ ist irre. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Natürlich. Wir sind ab sofort Zimmerservice. Jetzt haben wir seine Kutte. Dann gehen wir auch mal direkt zur Wäscherei. Oh, das war da unten. Hum, hum, kumbaya. Unser Anführer ist da. Ritra, trulala. Psst. genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Komme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist.
Wie wäre es mit Bosos Handtuch? Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Geil, yo. Oh Gott, es wird durchgeschleudert. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Gut, im Kopfkissen war doch jetzt auch was. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Boom, waka, waka, waka. Psst. Okay, also das Rot ist jetzt runtergeschoben worden. Das Blaue ist oben. Ich gehöre jetzt zum Club. Worauf warten wir noch gleich? Na, auf die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ah ja, weiß ich doch. Ja, Probleme, was gibt es denn da noch mehr? Wäsche haben wir nicht. Lieber nicht. Es ist gerade so spannend. Mr. Toffee? Wo ist er denn? Zimmer Nummer 5. Rattennest. Drollig. Die geben den Zimmern hier Namen. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Ich habe eine böse Vorahnung. Kann man die hier alle umbringen? Hum, hum, kumbaya. Was hat er da? Was hat er da? Ich dachte, eine der Reliquien vielleicht? Ja? Nein? Um, um, Kumba, nein! Verdammt, dieses Mal war ich mir so sicher. Schade. Na, wie wär's mit der Tasche? Um, was nein, das ist auch nicht. Verdammt, dieses Mal war ich mir so... So, eines der Reliquien oder mehrere fehlen mir dann wohl noch. Tja. Wo suchen, ist die Frage. Wie geht's eigentlich unserem Gespenst, beziehungsweise ist der Seher jetzt mal fertig? Nee. Ja, ja, ist okay, haben wir schon gehört. Wo ist denn der jetzt hin? Ist weg. Naja, da kommt man dasselbe wieder bespannen. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Das nehmen wir mal mit. Aber warum ist der jetzt weg? Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Okay, das war definitiv dann eins dieser... Upsala. Relikte. Bringen wir das auch gleich runter. Ich weiß ja nicht, wie viele die wollten. Dann, bitteschön. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, Moment. Und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Was? Bitte was? Oh mein Gott! Ein böses Minispiel, glaube ich. Cletus Klamotten dürfen nur gebügelt und das obere weiß ich nicht, was das sein soll. Passieren. Schleudergurgel. Wähle die Reliquie. Ich raff jetzt gar nichts mehr.
Ah, da ist jetzt das Teil drin, oder wie? Ich check das gerade gar nicht. Anleitung. Ein sauberer Künstler wie Rufus weiß, wie man im Bastardlaw so richtig auf die Trommel haut. Die Symbole auf den Pflegehinweisschildern informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke Halt machen. Ach, wo die Halt machen? Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig mit Cletus Kostüm an der Wäscheausgabe landet. Und das möglichst ohne ein Schleudertrauma davon zu tragen. Okay. Das Problem ist jetzt, seit Rufus hält überall und das ein, ja gut, wir müssen ihn jetzt erst wieder raushauen. Das heißt, wir bräuchten etwas, was hier durchgeht bis zum Bügeln. Bis zum Bügeln geht leider gar nichts. Da müssen wir irgendeins wählen. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Das klappt nämlich so schon mal gar nicht. Stopp! Armer Rufus. So, der muss jetzt nämlich als erstes rein. So, überall wird das jetzt weitergereicht. Und rauskommen Bett. Wähle die Reliquie. Bett, Tuchlaken und seine Klamotte. Also, damit die Klamotte jetzt bei Rufus landet, muss Cletus Klamotten. Oh, wie muss ich das jetzt bewerkstelligen? Der hält an dem Ding und an. Was ist das? Dem da. Und es schiebt sich immer ja eins weiter. Das heißt, ich darf es jetzt eigentlich noch gar nicht drin haben, weil das Ding nur Halt macht hier und da. Das heißt, wenn Rufus... Nee, hä? Verdammte Axt. Dip. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man da weiterkommen soll. Gleichzeitig aus der Maschine. Also es können mehrere Sachen auf einmal aus der Maschine raus und sobald es dahin kommt, kommt das Teil raus. Sonst ist es ja absolut nicht machbar. Damit das Ganze passiert, muss Rufus schon mal... Was ist, wenn ich es jetzt einfach ihm hinterher schmeiß? Nochmal, ich glaube, das haben wir vorhin gemacht. Ja, machen wir mal schneller vorwärts. Sein Gejammer sich laufen anzuhören, muss man auch nicht haben. Wähle die. Wähle. So, jetzt wird er nämlich durchgebügelt. Und das andere Ding. Auch. Ach, das ist jetzt aber noch nicht fertig. Ach so. Wähle die Reliquie. Wähle. Okay. Also das hält da, das hält dort nicht. Rufus hält überall. Ach, was soll's. Die einzige Möglichkeit ist jetzt, das da zu machen. So, und Rufus kommt jetzt dem... Oh Gott, wo ist er denn? Da.
Der hält jetzt dann dort. Das heißt, ich muss etwas nachschmeißen können. Sobald das andere Teil... Alter. Kruzifix. Ich schmeiß jetzt dieses Ding da rein. Ich glaube, das war nochmal genau dasselbe, was wir die ganze Zeit hatten. Verdammt. Naja, fast. Unser Kollege ist jetzt komplett durchgekommen. Schmeiß ich jetzt mal rein. Und schmeiß dann das andere Zeug hinterher. Ja, jetzt kam er aber nicht gleichzeitig raus. Ja, jetzt kommt er aber gleichzeitig raus. Aha. Ging also doch. So war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn. Schrott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Hey. Was? Nein! Oh. Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Oh mein Gott, tatsächlich. Kletes Klamotten. Was macht denn jetzt? Rufus Klamotten. Geil, wir können uns umziehen. Kann man doch bestimmt seinen Freunden gleich mal einen Schreck einjagen. Ja, okay, vielleicht sollte ich mich vorne dran umziehen. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Geilomatico. Was können wir denn benutzen als er? Den Drittelschrauber? Ein Drittelschrauber? Wie praktisch. Ich wollte sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Nehmen wir aber direkt mal mit. So, was gibt's denn da noch? Sprechanlage. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Na, dann fragen wir mal nach. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Der Typ ist doch in der 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, das sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Kletes, oder? Natürlich bin ich Kletes.
Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Okay, das heißt, unser Plan geht in Richtung, ja, Rezeption. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Ah, da sind Sie ja. Sie wollten mich sprechen? Eigentlich nicht. Aber Sie haben doch eben gesagt... Das war ein Test. Und Sie haben bestanden. Gratulation. Vielleicht werde ich Sie doch nicht durch einen dressierten Pinguin ersetzen lassen. Das ist sehr großzügig. Wenn Sie mich dann entschuldigen. Huit, huit. Mist. Okay, ganze Prozedere erneut. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Na gut, machen wir hier mal im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.